Ja, ich habe mir ein neues Gadget gekauft und zwar handelt es sich hierbei um eine Thunderbolt-Festplatte, also eine externe Festplatte von Buffalo. So schaut die aus, hat 1 TB Speicher, es ist eine normale Festplatte drin verbaut, gibt es allerdings auch als Modell mit SSD. Die sind dann aber auch etwas teurer, also ungefähr das Doppelte, für den doppelten Preis geht es los und auch die Kapazität ist etwas kleiner. Ja, warum habe ich mir die Thunderbolt-Variante gekauft? Mein MacBook hier drüben, das hat nur USB 2.0 und ist dann entsprechend langsam. Thunderbolt ist ja wesentlich schneller. Die Festplatte sieht so aus, schlichtes weißes Design, eine Alu-Optik, passt deswegen ganz gut zum Mac. Ist auch vorformatiert für den Mac, lässt sich allerdings auch natürlich an PC anschließen. Die Anschlüsse haben wir hier, also wir haben einmal Thunderbolt und USB 3.0. Beim Thunderbolt, ja, es hat nur einen Eingang, also der Thunderbolt-Port ist damit auch belegt, das sollte man beachten. Was noch wichtig ist, also beim Kauf von solchen Thunderbolt-Geräten immer darauf achten, dass ein Kabel dabei ist. Hier ist ein 30 cm langes Kabel ist mitgeliefert, weil wenn das nicht mit dabei ist, wird das recht schnell teuer. So ein olles Kabel hier kostet 30 €. Und ja, kann man sich dann das Geld sparen. Ja, ansonsten, ja, Verarbeitung ist gut, ist solide gebaut. Was ich ein bisschen schade finde, ist, man sieht es jetzt hier so, also man kann das Gehäuse jetzt sichtbar nicht irgendwie öffnen. Also vielleicht kann man das irgendwie aufhebeln oder so. Schön wäre natürlich, wenn das irgendwie einfach möglich wäre, weil dann könnte man später da ja einfach eine größere Festplatte einbauen oder vielleicht auch mal eine SSD. Ja, hat 1 TB Speicher. Es gibt Varianten mit SSD, die haben dann 128 GB und 256, sind dann aber auch teurer. Also das Modell hier kostet derzeit, ja, was waren es, 170 € auf Amazon. Für die SSD-Varianten legt man noch ein bisschen mehr Geld hin. Ja, ist ansonsten eine prima Möglichkeit. Den Speicherplatz von also einem MacBook, der ja doch irgendwo intern begrenzt ist, zu erweitern. Man braucht jetzt auch keinen extra Stromanschluss, das geht alles über Thunderbolt. Es ist auch recht leise, das Laufwerk, man hört es nur ein wenig, wenn es jetzt anläuft oder sich abschaltet. Hier unten gibt es auch noch so eine weiße LED, die bei Aktivität halt aufleuchtet. Ansonsten ist es geräuschlos und eigentlich auch recht flott. Wir mal noch einen kleinen Speedtest. So, das sind so die Geschwindigkeiten, die man erreicht. Der limitierende Faktor ist natürlich ja, die normale Festplatte, die in dem Thunderbolt-Gehäuse eingebaut ist. Ja, das ist eigentlich auch so das Fazit. Wenn man jetzt USB 3.0 hat, dann lohnt sich eigentlich der Kauf nicht, dann sollte man eigentlich eher so ein USB-Laufwerk kaufen, weil es einfach billiger ist und auch kein Thunderbolt-Port belegt. Anders schaut es natürlich aus, wenn jetzt da eine SSD verbaut ist. Die ist dann natürlich wesentlich schneller mit dem Thunderbolt-Anschluss, aber halt auch teurer. Also die kosten ja das Doppelte ungefähr.